Schultertraining. Also wir befinden uns gerade in Frankfurt im Goldschirm. Und ja, ich habe gerade schon ein paar Aufwärmsätze gemacht und wir werden erstmal mit Negativ-Frankfurten anfangen. Also werde ich einen Pit-Satz machen. Ihr werdet sehen, ich habe meine Kniebandagen quasi um die Ellbogen, weil ich bin ein bisschen am Ellbogen verletzt und stützt damit ein bisschen meine Ellbogen, um die ein bisschen zu entlassen, um die Schmerzen ein bisschen zu reduzieren durch den Druck. Danach werden wir ans Gerät gehen für Schrägbankrücken. Da werden wir auch einen Pit-Satz machen. Und danach werden wir am Seilzug ein bisschen rumorgeln und abschließend dann mit Dips das Brusttraining beenden. Dann werden wir rübergehen zum Schultertraining und beim Schultertraining werden wir quasi erst die vorderen Schultern noch zerstören, also direkt nach dem Brusttraining, dadurch, dass sie schon vorbelastet sind. Dort werden wir aber Dreisatz machen mit Reduktionssatz und abschließend werden wir dann mit Reverse Butterfly mit Kurzhanteln, um die hinteren Delts noch ein bisschen zu twisten und dann werden wir danach erstmal schön essen gehen. Yeah.
Thank you.
Ja, Leute, das war das Brust- und Schultertraining. Aus Zeitgründen konnten wir leider nicht alle Sätze filmen. Aber ich habe nochmal Detailbeschreibung, wie das Ganze genau von den Sätzen her abgelaufen ist, unter das Video gepostet. Gerade im Hintergrund brutzelt schon mein Essen. Also wir befinden uns ja jetzt 6 Wochen circa vor der EM. Ich habe heute Morgen 84,3 gewogen. Also gar nicht mehr so weit entfernt vom Wettkampfgewicht. Also es sollte alles ganz gut passen. Ich kann ja mal kurz zeigen, was ich mir wieder mache. Habe ich hier meine Grapefruit, heute nur eine Viertel Grapefruit, weil ich heute Morgen schon gut reingehauen habe. Dann wieder Ingwer, die ich gleich pur essen werde. Ja, ich habe immer dieses, entweder Essig nehme ich oder dieses Gemüsebouillon von Knorr. Da sind jetzt keine Geschmacksverstärker drin, aber halt, ja gut, ein oder andere wird sagen, halt ist scheiße wegen Verdickungsmittel, aber man kann es ja auch übertreiben. Ja, meine Linsen sind hier schon am Köcheln, meine Tellerlinsen. Da werde ich gleich noch rote Linsen und Pardina-Linsen mit reinpacken, die werde ich mir wieder abwiegen. Mache ich mir halt auch gleich für morgen wieder was mit. Und ja, dann hier noch mein Fleisch. Also ich werde mir das Essen aber mit meiner Freundin teilen. Ich hau mir die jetzt nicht alle gleich auf einmal rein. Nachher gibt es noch ein bisschen Fisch, ein paar Nüsse und dann war es das auch wieder für den Tag. Ja, und ganz abends gibt es dann halt wieder Eier. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne, teilt es, kommentiert gerne unter das Video, auch wenn ihr zu irgendwelchen bestimmten Themen noch Videos haben wollt. Ich habe auch vor, in Zukunft mehr solcher Trainingsvideos zu machen und vielleicht auch Analysen von den einzelnen Übungen, worauf es zu achten. Ja, schauen wir mal, was kommt. Wie gesagt, abonniert gerne den Channel, wenn euch die Videos gefallen, und denkt immer dran, Leute, it's all about gains, bro. Haut rein!